Herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Stream, zu einem weiteren Erlebnis hier in unserer wunderbaren Foundation-Stadt. Ist es schon eine Stadt? Schon langsam, oder? Langsam entwickelt es sich schon zur Stadt. Ich finde es wunderbar, wunderschön hier. Und ich glaube, ich würde die Musik noch einen kleinen Ticken leiser machen. Oder? Ich denke ja. Genau. Und so sieht es aktuell aus. Wir haben uns jetzt... Warte, das ist neu. Ich sehe es gerade. Das ist neu. Das ist neu dazugekommen. Wir haben extra hier ein Symbol für Herausforderung und für die Mandate. Ich glaube, das finde ich gut. Also Herausforderung, I don't know. Ich glaube, die braucht man halt nicht so häufig. Aber Mandate ist eigentlich schon praktisch, weil irgendwie sonst übersehe ich die hauptsächlich immer. Das haben wir actually halt noch nicht geschafft, die Dorfkirche zu errichten. Hospizium haben wir noch ein bisschen aufgeschoben. Und wir wollten uns eigentlich ja aktuell um die Arbeiterschaft kümmern. Das heißt, wir brauchen eine Taverne. Ich hab gar keinen Plan mehr, was ich zum Ende der letzten Session gesagt habe, was unsere nächsten Ziele sind. Aber was mir jetzt konkret spontan einfällt, ist auf jeden Fall die Taverne zu bauen. Und dafür wollte ich hier auch irgendwie noch die Bierwirtschaft langsam errichten. Genauso wie die Wildschweinjagd. Wir haben hier dieses neue Dorf quasi errichtet. Und hier haben wir Platz für unser Gutshaus. Was wir in dieser Folge machen, wir haben aktuell super viel Geld und wir haben auch definitiv das Geld, um jetzt das Gutshaus zu holen. Wir haben schöne neue Dekorationen. Oha, wir haben sehr viele neue Dekorationen. Uiuiui, wir haben wirklich viel. Sogar die sind gar nicht mal so teuer gefühlt. Also, du brauchst immer keine, wie heißt denn das, diese Statuen quasi dafür, weil da haben wir auch noch gar nichts. Also wir haben ja noch keine Bauhütte mit Statue gedünst. Du weißt schon, dass sie auch Statuen errichten können. Aber ich würde sagen, eigentlich aktuell, why not, ist doch gerade das Guts, nicht das Gutshaus, das die Taverne dran, oder? Wo die sich versteckt. Hier, die Taverne, die wäre doch eigentlich jetzt dran. Wenn ich nicht irgendwas absolut übersehe. Aktuell machen wir super viel Geld. Ist das realistisch? Wir haben doch irgendwas hier geändert. Nee, die haben irgendwas geändert mit dem Geld. Das kann doch nicht sein. Weil, also Unterhalt und sowas ist ja auch deutlich teurer geworden. Ich glaube, es wird jetzt in einem anderen Zeitraum gerechnet oder so. Weil das sieht mir ja komplett anders aus, als ich es kenne. Naja. Solange wir aktuell bei einem dicken, fetten Plus sind, soll es mir, glaube ich, recht sein. So, wir brauchen die Schanktheke hauptsächlich, ne? Das ist ja das Gebäude, wo dann am Ende die Sachen verkauft werden. Ich denke mal, wir wollen das... Die Schanktheke ja eher so hier Richtung Landesinnere haben und dann hier wahrscheinlich eher die Gaststube. Also ich habe schon wieder das Problem, es steckt komplett im Boden drin. Wie kriege ich das behoben? Kriege ich das überhaupt behoben oder muss ich jetzt einfach wieder damit leben? Wahrscheinlich muss ich einfach wieder damit leben. Ich meine, hier ist jetzt noch nichts in Stein gemeißelt, sagen wir mal. Aber wie wäre es, wenn ich das hier vielleicht erstmal hinbaue? Weil dann ist wenigstens das Fenster noch überhalb des Bodens. Da bin ich immer großer Fan von. Und dann ist halt die Frage, ne? Schauen wir mal, haben wir noch Upgrades für das Gutshaus? Definitiv. Das ist natürlich jetzt auch doof. Soll ich darauf noch warten? Ist es realistisch, ist es sinnvoll zu sagen, aktuell, wir warten darauf noch. Wir haben... Ja, ist schwierig, ne? Eigentlich nicht wirklich.
Eigentlich müssen wir jetzt schon mal ein gutes Haus. Lass uns das doch hier jetzt erstmal hinbauen. Und dann hier auf jeden Fall noch sehr viel Platz lassen für weitere Upgrades. So, das ist hier quasi dann erstmal unser erstes Gebäude. Unser bescheidener Anfang. Und dann werden wir gucken, wo wir überall noch hin expandieren können. Weil ich glaube, so haben wir noch sehr viele Möglichkeiten quasi in alle Richtungen eigentlich. Und das ist sehr, sehr praktisch. Was wir halt noch benötigen, sind jetzt die Prunkelemente. Also ich glaube, so einen Anbau werde ich jetzt erstmal noch nicht ranhauen. So einen Kamin können wir aber definitiv bauen. Ja, der hier bringt auf jeden Fall auch mehr. Ah, okay, aber das ist nicht der, der ans Dach kommt. Deswegen nehme ich dann doch lieber ihn hier. Den interaktiven Ort können wir gerne hier hinbauen. Dann, ja, das Gasthofschild. Kommt das nicht hier so dran, da wo diese weißen Punkte sind? Ich hätte jetzt gedacht, das wäre doch eigentlich sinnvoll. Wahrscheinlich kommt das hier an so einen Holzstab dran. Den kann ich auch daran platzieren. Wollen wir das mal ausprobieren? Ja, da stößt sich ja nie in den Kopf, aber ist irgendwie auch witzig. Nee, die laufen gerade noch alle dran vorbei. Gut. Ja, sonst müssen wir gucken, dass wir uns hier nichts absolut verbauen. Ja, die bringen so ein Deko-Ding, aber halt, ich glaube, kein weiteren Prunk ist das Problem. Naja. Bauen wir trotzdem jetzt mal hier eine Bank hin. Wollen wir hier dann noch so ein zweites hinbauen? Ja, oder? Safe. Ein Wetterhahn. Wieso können die denn hier nur so an die Seite und nicht irgendwie oben direkt drauf? Ist doof. Oh. Hier haben wir einen neuen Dorfbewohner. Das bringt aktuell erst 7 weitere Prunkpunkte. Das heißt, wir haben da noch viel zu tun, was den Punkt angeht. Wir benötigen noch sehr, sehr viel zu sichern. Wir haben hier unser Gutshaus, haben wir eigentlich schon gefüllt alles getan, was man irgendwie tun kann. Wobei ich da gar nicht so sicher bin. Wir könnten vielleicht gucken, dass wir noch so Banner und sowas teilweise hier ranbauen. Oder hier. Ach, guck mal, wir haben doch hier ganz viele neue zusätzliche Sachen, die wir vorher nicht hatten. Und so flache Büsche und so. Oh, das ist doch schön. Aber die bringen ja nichts an Prunk, die bringen ja nur diese Jeko-Dinger. Aber wir können hier auf jeden Fall noch veraltete Dekoration. Ist auch schön. Hier, das können wir noch gerne dran bauen. Das ist auch schön. Und hier können wir auch sogar noch einen Kamin ranbauen. Mal hier auf die andere Seite vielleicht. So. Das bringt auf jeden Fall nochmal ein bisschen Prunk. Wie schaut's. Oh Gott. Die bauen schon in der Luft. Haben wir. Ja, hier haben wir unseren Markt. Den könnten wir natürlich auch nochmal upgraden. Und dort Zelte hin platzieren, die aber halt in der Luft schweben würden. Ne? Ich meine, es ist. Ist halt auch jetzt. Also ich meine, du kannst dich halt nicht gehen, du musst dich halt einfach runterschlittern. Boah, es ist. Sage ich jetzt so, okay, ist mir jetzt auch egal. Also jetzt ist quasi eh egal. Ja, oder? Also, es macht jetzt auch keinen Unterschied mehr, ob die. Ja, guck mal so, das ist doch so ein Kompromiss.
Da sieht man es dann sogar nicht immer wirklich, dass die da in der Luft schweben. Das ist doch cool. Machen wir das doch so. Oh, ja, was soll ich, also was soll ich tun, ganz ehrlich? Also, ich muss mit dem Platz arbeiten, den ich habe. Ja, und genau das tue ich hier. So, haben wir sonst noch irgendwelche Probleme? Wir haben. Ja, naja, gut. Warum sollen sich mal alle nicht so beschweren? Und wir können hier hingehen und können weitere Deko-Objekte und so hinzufügen. Aber hier so einen Stall. Naja, weiß ich jetzt nicht. Ich hätte ja auch gern noch die Bäume da ein. Also, ne, habe ich jetzt nicht unbedingt was gegen. Ja, aber so eine Holzhütte. Weiß nicht, das verbaue ich hier damit den Zugang, das will ich ja noch nicht. Komm mal hier einer hin. Das sollte auf jeden Fall noch genügend Platz sein, ja. Und dann Fässer. Wir benötigen neue Fässer. Und soll ich hier dann einfach mal. Ah, nee, das passt ja nicht. Das passt leider nicht. Oh, das wird eng mit dem ganzen Punkt. Ansehen ist das eigentlich, ne? Ja. Strafe für Nicht-Exklusivität. Wir haben halt sehr viel jetzt fürs Königreich ausgegeben. Die sind auch deutlich über diesen 50. Das hätte man vielleicht anders erledigen können. Ich kann die Bänder einfach mal freischalten, so ist auch egal. Wir haben noch Arbeiter, theoretisch. Ja gut, hier brauche ich gerade nichts. Und hier schon. Dann nehmen wir mal den Müller. Das heißt aber, wir bräuchten auch dann wieder einen. Ja gut. Das dauert alles ein bisschen. Ah, hier haben wir was übersehen. Ich sehe es zum Beispiel auch jetzt erst, dass die Mühlen hier so ein bisschen überstehen. Das ist mir vorher aber auch gar nicht aufgefallen. Ja, jetzt komm. Zeig dich, wo fehlt einer? Es zeigt sich nicht. Wir haben drei neue Dorfbewohner. Ja, jetzt langsam muss ich mir auch irgendwie mal ausdenken, wo die dann arbeiten sollen. Rohstoffe fehlen. Wie sieht es denn hier aktuell aus? Wir haben einiges an Eisenerz. Wir haben Eisen relativ wenig. Also gefühlt die Schmelze kommt nicht so ganz hinterher. Boah, will ich eine zweite Eisenschmelze errichten? Eigentlich eher ungern, ne? Aktuell eigentlich eher ungern. Kommen dann vielleicht zu einem späteren Punkt, aber hier am Strand, da ist schon relativ voll. So, wir sammeln hier sehr viel Stein. Wir sammeln hier unsere Beeren. Ja, Nahrungsproduktion. Käsereisen sind noch relativ langsam gefüllt. Bieten wir eigentlich hier schon Kerzen an? Nee, noch nicht. Dann brauchen wir das auf jeden Fall noch. Ist das. Ich glaube, es ist eine Ware. Ja, es ist eine Ware. Ich denke mal, hier wäre gerade noch so genug Platz. Aha. So. Ich kriege auch ein fettes Zelt, wobei das doch nicht so ganz passt. Ja, sonst ja, dann nehme ich das hier. Und dann kriegen die noch so ein weiteres Schild hier. Ja, komm hier hin. Und dann können wir da noch so einen Viehzaun hinpacken.
Perfekt. So, was ist jetzt noch passiert? Hier haben wir bei beidem gerade nicht so ganz genug. Aber wir würden auch minus 10 für die Arbeitsstadt bekommen, deswegen. Achso, hier nicht. Hier würden wir 10 dazu bekommen. Alles gerade so knapp. Also ich weiß nicht. Weil bei Misserfolg, ne, hätten wir auch wieder minus 10 bei beiden. Deswegen lassen wir es, glaube ich, ja. Aktuell. So, unsere Taverne ist so gut wie fertig. Wir schenken aktuell Wein aus. I don't know, was machen wir? Ja, wir müssen uns jetzt langsam drum kümmern, dass wir hier auch dann Bier produzieren. Wir haben hier natürlich schon mal viel abgeholzt. Aber da muss auch noch mehr abgeholzt werden. So, wir können trotzdem gleich schon mal anfangen. Mit Hopfen. Hopfen, Hopfen, Hopfen. So, wir werden das hier schön dran bauen. Dann hoffentlich wird sich dann hier so einen Weg entwickeln, einmal quasi durchs Tal durch. Das wäre so das Ziel.827 plus. That's crazy. That's actually crazy. Wir haben die Schankdecke gebaut. Und hat sich jemand hingesetzt, ja, das mit dem Schild, ne? Ist natürlich jetzt. Aber es ist, nun gut. Ja, das ist doof jetzt. Ich weiß nicht, weil. Ach Mann, soll ich das jetzt so lassen? Keiner. Ja, ich glaube schon, oder? So, wir sind bei null. Null Ansehen, glaube ich, ist das Ansehen. Bei der Arbeiterschaft. Freunde, es gibt Wege. Ihr könnt durchs Haus durchgehen. Ich weiß nicht, wo hier die Probleme bestehen sollen. Ja. Hier ist schön dieser Weg, einfach mittendurch. Ach, nee. Ja, dann baut euch halt eine bessere Unterkunft. Ich weiß nicht, was sie alle immer haben. Ich hoffe, auch dieser Weg geht dann wieder weg, aber ich denke mal schon. Ich glaube, der wurde nur zum Bauen benutzt. Und. Ja. Auch so unser Dorfzentrum kommt jetzt so ein bisschen hier zusammen. Das ist immer sehr schön. Aber ja, wir müssen uns auch irgendwie was ausdenken, wie wir an noch mehr Ansehen kommen. Wir brauchen eigentlich ja die 20. Wir haben hier unseren. Ah, warte mal kurz. Wir müssen hier ja noch die Kerzen aussuchen. Und brauchen dann noch einen weiteren Markthändler. So, und hier, ich glaube, wir würden diesen Markt dann einfach mal erweitern, oder? Ich weiß nicht, was können wir denn noch alles verkaufen? Wir können auf jeden Fall Honig verkaufen. Das wäre noch ein Luxusgut. Und wir könnten noch Fisch. Beziehungsweise Wildschwein brauchen wir ja auch dringend. Also haben wir noch nicht, aber wollen wir noch haben. So, dann lass uns hier. Können wir irgendwo noch was an Deko dazwischen packen? Was tatsächlich? Nee, eigentlich nicht. Dann halt so für Honig und keine Ahnung, ich glaube Fisch oder so. Wir haben auf jeden Fall noch Lebensmittel, die wir verkaufen könnten. Ein bisschen Platz daneben. Das wäre gar nicht schlecht. Hierfür. Ja, das ist doch schön. Ich hätte gerne noch so ein Schild hier.
Das ist sogar noch in der erreichbaren Nähe. Was können man denn noch machen? Ich glaube, man könnte hier noch so Fässer hinbauen. Hey, das ist unnötig. So, das bringt schon mal wieder 6. Immerhin. Das ist immerhin etwas. Ja, und sonst, I don't know. Wie sieht es denn hier aktuell aus mit der Attraktivität? Hey. Ach da, okay. Wieso das jetzt so gedauert hat. Man könnte natürlich jetzt sich überlegen, hier dann noch einen weiteren Markt hinzubauen. Ja, komm. I guess das ist das, was wir jetzt halt tun sollten, brauchen müssen. Wir wollen auf jeden Fall hier dann sagen, wir haben Essen, Essen, Essen in der ersten Reihe. Wir wollen jetzt nicht direkt vor der Kirche die Luxusgüter verkaufen. Aber Essen, ich denke mal, ist schon fair. Kann man machen. Oder? Kommst du aus der Kirche, bist halt hungrig, ne? Also so. Oder? Dann nehmen wir den Luxusgüterstand einmal. Wir lassen mal genug Platz ausnahmsweise. Komm, wir lassen mal wirklich genug Platz ausnahmsweise. Und dann nehmen wir hier die Warenstände auch noch hin. Das war das Falsche. Ja. So, und dann kommen hier die Zelte wieder hin. Das Gefühl immer noch relativ eng, wenn ich jetzt die Zelte hinten dran baue. Aber gut, das Blaue ist zum Glück nicht so breit. Dann passt das wieder. Ja. Ich denke, das kann man so machen. Dann setzen wir hier auch wieder Schilder hin. Einmal dort. Und dann. Oh, hier können wir auch noch eins ansetzen. Perfekt. Das bringt nochmal 14. Und dann sind wir schon über 20. Das ist doch gut. Ah, ist teuer, aber. Nehmen wir. Einfach um den guten Willen zu zeigen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, es schaut gerade relativ stabil aus. Das braucht immer ein bisschen Luki. Wir haben sau viel Milch, aber nicht so viel Käse. Möglicherweise immer noch der Punkt, dass wir eine weitere Käserei bauen können. Wir haben hier auf jeden Fall eine. Und wir haben doch hier unten auch noch eine gehabt, oder nicht? Haben wir die tatsächlich nicht gebaut? Doch hier, das ist sie. Wir haben eigentlich noch eine weitere Käserei direkt hier neben unseren kleinen Stadtwald bauen, der sich hier irgendwie so ein bisschen zufällig entwickelt hat. Also hauptsächlich ja auch wegen dem Kloster. Habe ich hier ein bisschen Platz gelassen und dann. Ich finde es eigentlich jetzt cool so. jetzt müssen wir aber aufpassen, wenn wir die Käserei hinbauen, wie viele Bäume hier dafür gefällt werden müssen. Möglichst wenig gerne. So, das sieht doch gut aus. Ja, perfekt. Das gefällt mir sehr gut. Können wir gerne machen. Bei Holz aktuell auch nicht. Ja, doch, das geht. Das geht fit. Ja, dann lass es hier doch direkt schon mal Bier auswählen. Ja, whatever. Apropos, ich glaube, ich habe absolut vergessen, unsere Missionen hier mal wieder fortzuführen. Aber dafür sind jetzt unsere Truppen relativ gut ausgebildet. Ja, irgendwas mit Essen ist eigentlich immer nicht schlecht, finde ich. Nehmen wir das mit. So, maximal ist auch gut. Ja. Das ist auch nicht schlecht.
Die können wir dann bald ausgeben. Wir haben. Also wir wollen hier auf die 20 kommen, auf die kommen wir auch bald, wenn hier oben unser Markt steht. Ansonsten. Ja, weiß ich nicht. Das ist gut. Wobei unser Prunk aktuell eher beim Königreich hoch ist. Ich glaube, hier die späteren Sachen sind deutlich nicer. Ja, das hier wäre zum Beispiel für uns gerade wichtiger als das hier. Wenn ich mir das so angucke. Von den Werten her. Was wir aber auf jeden Fall haben wollen, ist halt das steinerne Gutshaus. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir haben ganz viele neue Arbeitsplätze. Jetzt haben wir Fisch, haben wir hier und Honig. Und dann können wir da auch unsere neuen Dorfbewohner hinpacken. Eieiei. Ja, optimal. So, wir haben Beeren, wir haben Brot, wir haben Fisch und wir haben eigentlich auch Wildschwein demnächst. Kleidung, Kerzen und Kräuter. Ja, passt. Ja, dann lass uns hier tatsächlich direkt schon mal Wildschwein auswählen, weil wir wollen einen Wildschweinjagdgrund. Habe ich schon fast wieder vergessen gehabt. Eine Jagdhütte. Und die kommt. Sieht übel weird aus, was denn hier passiert? Okay. Lassen wir jetzt erstmal so. Was machen die hier eigentlich da? Ah, Holzfällen. Okay. Spannend. Hier war mal eine Grenze auf jeden Fall, aber das hier kann ich mir dann trotzdem nicht erklären.